8. Mai 1978. Der bis dahin größte Moment in der Geschichte des Bergsteigens. Der Südtiroler Reinhold Messner und der Zillertaler Peter Habeler erreichen als erste Menschen ohne zusätzlichen Sauerstoff den Gipfel des Mount Everest. Mit 8.848 Metern der höchste Berg unserer Erde. Ein Meilenstein, nicht nur für die Welt des Alpinismus. Eine Pioniertat, die fortan das Leben des Peter Habeler entscheidend prägen wird. Der Bahnhof von Lauterbrunnen im Berner Oberland. Treffpunkt einer außergewöhnlichen Seilschaft. Einer der größten vergangener Tage und einer der besten der Gegenwart auf dem Weg zu einem Abenteuer der besonderen Art. David Lama und Peter Habeler sind unterwegs zu einer der berühmtesten und berüchtigsten Wände der Welt. Im Sommer 2017 wird Peter Habeler 75 Jahre alt. Für dieses Jubiläum hat er ein großes Ziel, die Durchsteigung der Eiger Nordwand. Sollte sie gelingen, wäre Peter Habeler der älteste Mensch, der jemals die 1800 Meter hohe Wand bezwingen konnte.